Herzlich willkommen zur Generation Yes Kaffee und Kuchenzeit. Wir stellen euch heute den Philips Vollautomaten aus der 2200er Serie vor mit innovativem Latte-Go Milchsystem. Wir sind mega froh, euch heute den Philips Kaffee Vollautomaten aus der 2200er Serie vorzustellen. Mega einfache Bedienung, platzsparend und endlich ein Milchsystem, was ohne Schläuche auskommt. Und ich erkläre euch heute Schritt für Schritt, wie man das Teil bedient, worauf es ankommt und wie ihr mega geilen Kaffee damit zubereitet. So, die Maschine ist ausgepackt, aufgestellt. Orientieren wir uns erstmal, was die Maschine alles so hat. Ihr habt offensichtlich ganz vorne ein Bedienfeld, das über einen Touchsensor funktioniert. Also es ist sehr komfortabel, da die einzelnen Einstellungen vorzunehmen. Ihr habt im hinteren Teil unter diesem Aromaschutzdeckel das Bohnenfach mit dem Mahlwerk. Davor habt ihr hier eine kleine Klappe, wo ihr bereits vorgemahlenen Kaffee einfüllen könnt, wenn euch danach ist. Ihr habt hier auf der Seite das Latte-Go Milchsystem, das eingangs schon erwähnt wurde, dazu später noch ein bisschen mehr. Hier die Auffangschale, hier wird euer Kaffeesatz, der hat Platz für ungefähr 12 Portionen, gefangen. Und auf der rechten Seite habt ihr den Wassertank, dieser fasst 1,8 Liter. Und auf der Seite, hinter dem Wassertank, dahinter versteckt sich die Brühgruppe, die ganz einfach rauszunehmen ist, wenn sie denn mal dann gereinigt werden soll. Was passiert jetzt, wenn ihr die Maschine das erste Mal einschaltet? Die Maschine würde euch auffordern, den Wassertank zu füllen. Und zwar bis zur Maximallinie, das ist hier angezeigt über eine Skala. Und sie wird dann einen automatischen Spülvorgang durchführen. Einfach damit der Wasserkreislauf in der Maschine in Gang gesetzt wird. Was es dann als nächstes für euch zu tun gibt, ist, ihr müsst den mitgelieferten AquaClean-Filter aktivieren. Dieser AquaClean-Filter hat mehrere Funktionen. Zum einen sorgt er dafür, dass euer Kaffee vernünftig schmeckt, weil verschiedenes Wasser in verschiedenen Landesteilen ist ja auch verschieden hart. Und zum anderen sorgt er dafür, dass ihr eure Maschine nicht so oft entkalken müsst. Das heißt, er hat zwei Vorteile. Einmal, der Kaffee schmeckt besser und zweitens ist er mega schonend für die Maschine. Dann zuallererst, was ihr machen müsst, 5 Sekunden hart schütteln. Das waren 6 oder 7, macht aber auch nichts. Und dann braucht ihr einen Behälter mit Wasser. Dieser AquaClean-Filter muss nämlich dann kopfüber für 30 Sekunden einmal ein Wasserbad bekommen. Das machen wir jetzt. So, jetzt kommen keine Blasen mehr raus. Das heißt, wir können den AquaClean-Filter jetzt dann auch in den Wasserbehälter einsetzen. Was wir als nächstes machen müssen, ist den Wassertank bis zur Maximallinie hier oben auffüllen. Und dann aktivieren wir den Filter auch für die Maschine. Jetzt gibt es zwei Dinge zu beachten. Zum einen muss das Latte-Go-System entfernt werden, da das Wasser hier gleich rauskommt, wo übrigens auch das heiße Wasser rauskommt. Und zum anderen dürft ihr die Maschine noch nicht einschalten, sondern wir drücken jetzt 3 Sekunden auf den AquaClean-Knopf. Ich hoffe, ihr habt es gehört, die Maschine piept auch, sobald sie das Signal erkannt hat, beziehungsweise die Aufforderung. Dann stellen wir mal einen Becher hier drunter. Und jetzt müssen wir nur noch Start drücken und die Maschine spült einmal durch. Vorhin hat unser AquaClean-Filter orange geblinkt. Das heißt entweder, dass er gewechselt werden muss, wenn er schon aktiviert war, oder dass er noch nicht aktiviert ist. Jetzt habt ihr hier ein blaues Symbol. Ich hoffe, man kann es sehen. Das heißt, euer AquaClean-Filter ist jetzt startklar und bereitet das Wasser schonend für die Maschine und geschmacksbringend für euren Kaffee auf. Unser AquaClean-Filter ist aktiviert in der Maschine und damit wir jetzt das absolute Optimum aus diesem Wasserfilter rausholen können, müssen wir noch die Wasserhärte messen. Dazu gibt euch Philips so einen Teststreifen bei. Ich mache den mal auf.
dass ihr euch den anschauen könnt. Genau, wie ihr seht, auf diesem Teststreifen sind 4 Quadrate drauf. Das werden wir jetzt für eine Sekunde unter Leitungswasser halten und dann bekommen wir einen Wert mitgeteilt. Diesen Wert übertragen wir dann in die Maschine und sie weiß genau, mit was für einer Wasserhärte sie es zu tun hat. Und hier seht ihr schon, dass die Quadrate sich leicht verfärben. Nach ungefähr einer Minute solltet ihr das Ergebnis haben. So, wir haben jetzt eine Minute gewartet. Unser Ergebnis ist da. Wir haben ein Quadrat, was uns rot angezeigt wird. Wir haben die Maschine jetzt ausgemacht und wollen diesen Wert jetzt übertragen. Dazu drücken wir, wie eben bei dem AquaClean-Filter auch, 3 Sekunden, aber diesmal auf die Aromataste. Das ist die hier oben mit der Kaffeebohne. So, jetzt habt ihr hier auf der Seite, ich hoffe, ihr könnt es sehen, 4 Quadrate, die diesen Quadraten auf den Wasserteststreifen entsprechen. Und über Klicken auf die Aromataste könnt ihr einstellen, wie viel Quadrat ihr halt auf eurem Wasserstreifen habt. Das machen wir mal. Wir haben 1. Hier ist einer. Hättet ihr 2, klickt ihr nochmal. 3, nochmal. 4, nochmal. Habt ihr zu viele gedrückt? Kein Problem. Ihr könnt immer so durchgehen. Bei uns ist die 1, ein Quadrat. Unser Teststreifen hat uns auch ein Quadrat angezeigt. Perfekt. Das bestätigen wir jetzt, die Eingabe. Und das passiert ganz einfach über die Starttaste. Die blinkt hier auch. Und das war's schon. Jetzt habt ihr also den AquaClean-Filter aktiviert. Ihr habt die Maschine wissen lassen, mit was für einer Wasserhärte sie arbeitet. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir die Maschine einfach mal an. Bohnen sind drin, Wassertank ist aufgefüllt. Ihr habt die Möglichkeit, 3 verschiedene Kaffeespezialitäten zuzubereiten. Ganz oben einmal ein Espresso, daneben einen herkömmlichen schwarzen Kaffee, darunter einen Cappuccino. Und links davon natürlich auch heißes Wasser. Ich trinke sehr gerne Kaffee und deswegen machen wir jetzt erst einfach mal einen ganz normalen schwarzen Kaffee. Glas drunter stellen, drücken. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Aromastärke einzustellen und die Füllmenge des Kaffees. Das macht ihr mit demselben System, wie ihr eben auch die Wasserhärte eingestellt habt. Wollt ihr also einen eher milden Kaffee, drückt ihr einmal drauf. Dann habt ihr ein mildes Aroma, in der Mitte wäre Mittel und so habt ihr einen sehr kräftigen, starken Kaffee. Bei der Füllmenge, je nachdem wie groß euer Kaffeedurst ist, macht ihr euch halt einen kleinen, einen mittleren oder einen großen. Ich habe ihn gerne so, sehr stark und mittlere Füllmenge. Diese Einstellungen bestätigt ihr einfach über Start und die Maschine macht den Rest. Ihr seht jetzt wieder, alle leuchten auf. Das heißt, die Maschine könnte jetzt den nächsten Arbeitsschritt übernehmen. Sören hat eben moniert, dass der Kaffee ein bisschen wenig aussieht. Wenn ihr gerne mehr Kaffee in eurem Glas hättet, dann wählt halt einfach die größte Füllmenge auf. Ich mag meinen Kaffee so sehr gerne, weil ansonsten wird er irgendwann kalt. Und den einzigen Menschen, der kalten Kaffee trinkt, den ich kenne, ist Matthias. Und der ist gar nicht hier. Jetzt kommen wir zum wirklich dem Highlight dieser Maschine. Und zwar, das ist das Latte-Go Milchsystem. Der Vorteil dieses Milchsystems allen anderen gegenüber ist folgender. Das lässt sich auch sehr anschaulich darstellen. Und zwar besteht dieses System aus exakt 2 Teilen. Das heißt, es ist mega einfach zu reinigen. Ihr habt keine Schläuche, wo sich Milchreste sammeln und wer weiß was anstellen. Das heißt, nach jedem Gebrauch könnt ihr dieses Teil einfach ausspülen und es ist wieder fertig für die nächste Kaffeespezialität, die ihr gern trinken wollt. Wir setzen es also ein, dazu haken wir das hier einmal unter, füllen wir die Milch hier ein. So, dann den Deckel drauf und dieses Latte-Go Milchsystem wird einfach aufgesteckt, wo vorhin noch das heiße Wasser rauskam. So. Auch hier wieder habt ihr die Möglichkeit, die Aromastärke einzustellen und die Füllmenge. Damit seien sie nicht wieder beschwert, machen wir jetzt mal ganz voll. Und wieder gleiches Spiel wie eben, auf Start drücken. Und die Maschine macht den Rest. So, liebe Leute, wird ein Cappuccino gemacht.
Wir möchten jetzt einen Cappuccino, der etwas mehr Sörens Vorstellungen eines gut gefüllten Kaffeebechers entspricht. Dazu ist wichtig, dass ihr das Latte Go Milchsystem mit mehr Milch verseht, als hier angegeben ist. Ihr wisst ja nicht letzten Endes, wie viel Milch letzten Endes in das Glas reinkommt. Das heißt, wir füllen jetzt unsere Restmilch hier ein. Meinst du, reicht? Wollen wir noch ein bisschen? Reicht, perfekt. So, Glas kommt drunter, selbes Spiel wie eben. Den Deckel, kurz zum Deckel, der muss nicht immer drauf sein. Es geht nur darum, wenn ihr wisst, dass ihr in einer Stunde nochmal einen Milchkaffee trinken wollt und einen Cappuccino, dann könnt ihr das so einfach in den Kühlschrank stellen. Das dazu. So, zurück zum Cappuccino, den wir jetzt unseren Wünschen entsprechend anpassen. Wie gehen wir davor? Wir drücken, es kommen wieder die magischen 3 Sekunden, wie schon im ganzen Video, für 3 Sekunden die Cappuccino-Taste. Ihr hört wieder das Piepen, das heißt, das Signal ist angekommen bei der Maschine. Die Starttaste blinkt jetzt, das heißt, es ist bereit, den Kaffee auszugeben. Die Maschine wird jetzt einfach anfangen, den Kaffee zuzubereiten und sobald eure, das heißt zuerst kommt die Milch rein, wenn ihr mit der Milchmenge zufrieden seid, drückt ihr wieder Start, dann wird der Kaffee oder der Espresso dazu gegeben und wenn ihr mit der Menge zufrieden seid, drückt ihr wieder Start und die Maschine hat diese Einstellungen fürs nächste Mal übernommen. Fangen wir also an, wir drücken Start. Ja. Wenn du sagst, dann stopp, sobald du zufrieden bist, ja? Jetzt! So, wir haben also dann Stopp gedrückt, die Milch hört auf zu schäumen und jetzt kommt der Espresso dabei. So, und ich will mal sagen, der Milchschaum sollte bis fast unter die Kante gehen. Man muss ja noch zum Platz tragen und will es nicht verschütten, ist ja heiß. Das heißt, wir sagen der Maschine, dass das die exakt perfekte Espresso-Menge auf der Milchmenge ist. Alle Lichter leuchten wieder, die Maschine ist fertig mit der Arbeit und wir haben unseren personalisierten, perfekten, aromatischen, vollmundigen, schönen Cappuccino. Damit hört der Personalisierspaß aber noch lange nicht auf, weil Philips euch noch ein paar Möglichkeiten mehr an die Hand gibt, dass ihr wirklich auf euren ultimativen Kaffeegenuss kommt. Und zwar ist eine Möglichkeit, die Ausgabetemperatur des Kaffees zu regulieren. Also sprich, wollt ihr den Kaffee heiß, normal oder wirklich sehr heiß? Gibt ja verschiedenste Vorlieben. Dazu müssen wir die Maschine einmal ausschalten. Und alle Lichter sind aus, Maschine ist ausgeschaltet. Wir drücken jetzt auf für wieder 3 Sekunden auf das Füllmenge-Symbol. Es hat wieder gepiept, ihr wisst, es ist angekommen. Und ihr habt hier wieder so eine Skala von 1 bis 3. Alle 3 Lämpchen leuchten, der Kaffee wird sehr heiß ausgegeben. Bei nur einer habt ihr eine normale Genießtemperatur. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass ihr direkt anfangen könnt zu trinken, ohne euch den Schnüss zu verbrennen. Und wenn ihr nochmal drückt, dann habt ihr einen heißen Kaffee, sodass er vielleicht nochmal 1-2 Minuten steht, bevor er dann wirklich genießbar ist bzw. trinkfertig ist. Was, wo auch immer ihr euch für entscheidet, ihr drückt, wir machen einen heiß, auf die Bestätigungstaste und die Maschine übernimmt diese Einstellung fürs nächste Mal. Eine weitere Einstellung, die ihr vornehmen könnt, ist den Mahlgrad einzustellen. Das könnt ihr hier hinten machen. Da habt ihr im Bohnenfach einen Regler, bei dem ihr die Feinheit des Mahlwerks einstellen könnt. Euch stehen 12 verschiedene Stufen bereit. 1 sehr fein, das heißt sehr starker Kaffee, 12 sehr grob und dementsprechend milderer Kaffee. Wichtig ist, dass ihr diesen Regler nur betätigt, während das Mahlwerk arbeitet. Das heißt, im Optimalfall empfiehlt Philips, dass ihr die Maschine einschaltet. Ihr drückt auf den Espresso, bestätigt eure Eingabe. Sobald die Maschine anfängt, die Kaffeebohnen zu mahlen, setzt ihr euch an den Regler und stellt halt euren gewünschten Mahlgrad ein.
Genau, damit dir das Resultat dann auch schmeckt, dauert es ungefähr 2 bis 3 Tassen, bis der neue Mahlgrad dann auch wirklich angekommen ist. Und Philips empfiehlt euch außerdem, mit der Nachjustierung des Mahlgrads circa 1 Monat zu warten, da die Maschinen schon so voreingestellt sind, dass der Kaffee optimal schmeckt. Alle Personalisierungen, so wie wir sie vorgenommen haben, sind jetzt gespeichert. Das heißt, wenn ihr euch den nächsten Cappuccino an dieser Maschine ziehen würdet, würde der so rauskommen, wie wir den eben eingestellt haben. Wenn ihr die Maschine gerne irgendwann wieder auf die Werkseinstellungen zurückgestellt haben möchtet, dann drückt ihr bei ausgeschalteter Maschine 3 Sekunden die Espresso-Taste. Die piept dann wieder. Dann bestätigt ihr das einfach mit Start-Stopp. Und schaltet die Maschine ein. Das war's. So, die Maschine hat jetzt viel für uns getan. Espresso gemacht, nee, gar nicht, aber Kaffee, Cappuccino, 2 Cappuccinos sogar. Jetzt geht's zur Reinigung. Die ist, könnte einfacher nicht sein. Das Latte Go Milchsystem habe ich vorhin schon einmal beschrieben. Da ist wichtig, nach jedem Gebrauch auseinandernehmen, unter fließend Wasser einmal ausspülen, trocknen lassen, fertig. Einmal die Woche könnt ihr es auch gerne in eine Spülmaschine geben, das ist überhaupt kein Thema. Was ihr auch einmal wöchentlich auf jeden Fall säubern solltet, ist die Brühgruppe. Da kommen wir ran, indem wir den Wassertank rausnehmen. Stelle ich mal an die Seite. Dann habt ihr hier eine kleine Klappe, die öffnet ihr. Und hier habt ihr die Brühgruppe, die könnt ihr rausnehmen, indem ihr hier einmal drückt und dann gleitet die ganz normal raus. Ich kann es ja mal machen. Zack. So sieht die aus, die Brühgruppe. Da wird empfohlen, die einmal wöchentlich unter fließend Wasser gründlich zu reinigen. Lasst sie an der Luft trocknen, bitte keine Handtücher benutzen oder ähnliches. Da besteht immer die Gefahr, dass Flusen in der Maschine, in der Mechanik irgendwie drin bleiben. Das ist natürlich nicht gut. Wenn die an der Luft getrocknet ist, könnt ihr sie wieder ganz einfach so einsetzen. Rastet wieder schön ein, Wassertank rein, fertig. Ich finde die Maschine mega geil, zum einen wegen des Latte Go Milchsystems, was auch einen wirklich sehr, sehr, sehr schönen, warmen, samtig cremigen Milchschaum ausgibt. Zum anderen, was mich sehr beeindruckt hat, ist die intuitive Bedienung. Es wird hier nicht mit Menüs in verschiedenen Ebenen gearbeitet, durch die man sich erst durchklicken muss, sondern es ist alles ziemlich geradeaus. Wenn eine Einstellung vorgenommen werden soll, dann gilt die magische Regel, den entsprechenden Knopf 3 Sekunden zu halten und ihr könnt euch an der Füllmenge oder Verhältnis zwischen den einzelnen Bestandteilen eures Getränks entscheiden. Es ist klein, kompakt, nimmt nicht zu viel Platz in der Küche weg, hat einen großen Wassertankbehälter, was ich sehr gut finde. Da muss man nicht nach jedem dritten Kaffee wieder in die Küche rennen oder an den Wasserhahn, um den Tank zu füllen. Sie ist extrem pflegeleicht aufgrund des AquaCleans-Filters, der auch mitgeliefert wird. Das heißt, ihr braucht euch dann nicht irgendwie am Ende jeder Woche einmal die Maschine zu entkalken. Das könnt ihr euch sparen. Der Bodenbehälter ist schön groß. Und sie macht auch nicht zu viel Krach in der Küche. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen zu diesem Gerät habt, wenn ihr auf irgendwelche Probleme stoßt oder ihr seid euch nicht sicher, schreibt uns auf jeden Fall. Das könnt ihr bei YouTube in den Kommentaren machen. Ihr könnt uns gerne anrufen, uns E-Mails schreiben. Wir lassen euch mit dem Gerät auf jeden Fall nicht allein. Also habt da keine Scheu, uns anzuschreiben bzw. zu kontaktieren. Abgesehen davon, unbedingt unseren YouTube-Channel abonnieren, dass ihr da auf dem Laufenden seid. Folgt uns auf Facebook, Instagram, Pinterest. Abonniert den Newsletter, damit ihr auch bei den neuen Aktionen, wo es auch immer mal wieder gute Rabatte gibt, auf dem Laufenden bleibt. Und wir wünschen euch dann erstmal noch einen schönen Tag. Ciao.